zum Abschluss wollen wir Tschüss sagen und euch zeigen, dass wir beide einfach wirklich Blabla im Kopf sind, aber so richtig. Und ihr könnt entscheiden, wer dümmer ist. Ich würde sogar sagen, ich bin weit vorne, obwohl ich bei Wer wird Millionär war und 13 Fragen in Folge richtig beantwortet habe. Ja, er rückt mir schon wieder näher hier. Ach, sind wir schon live? Jetzt mach einfach. Können wir anfangen? Ich habe gleich noch einen Termin. Du hast mir so Stress gemacht. Ich habe den Termin, ich habe verschoben. Ich weiß ja, wie es läuft. Okay. Schauspieler. Aber sorry, dass schon alleine, dass du damit rechnest, dass ich pünktlich bin. Wie heißen denn diese Fake-Brüste zum Reinmachen? Silikon. Ja, so Silikonimplantate. Okay, willst du aber sagt man Implantate, wenn das nicht in der Brust drin ich ist? Ich weiß in es BH? Doch nicht. Nathalie, kannst du mir 30.000 Euro borgen? Meine Feinde greifen mich an. Und mein Kumpel Ron wurde verprügelt. Jetzt. Was denn? Wo hast du nur den Ton drin? Ja. Ich weiß, ich fasse jetzt nicht in die Arschritze, aber wieso hast du den dann reingesteckt? Weil ich das immer so mache. Nee, mach den hier hin. Oh, warum fässt du mir denn nicht in die Arschritze? Das frage ich mich jetzt viel mehr. Ich dachte immer, er hat durch sie ausgesaugt. Und jetzt ist es andersrum. Wenn man Kinder machen will, aber keine Kinder kriegen will. So jetzt. Doch, dann kam Corona. Und erstmal war alles für die Katz, bei mir auch. Ich habe viel Call of Duty gespielt. Und an mir rumgespielt. Nein, okay, nein, nein. Wenn Mann und Frau sich lieb haben, dann muss man verhüten, wenn man Sex hat und keine Kinder will. Nathalie sagt immer, rausziehen reicht, aber nein. Vor 10 Jahren kam das Traumpaar. Das ist kein Traumpaar. Doch, es war ein Traumpaar. Ich fand die toll. Oh, okay. Vor 10 Jahren kam das Traumpaar. Nochmal, jetzt habe ich es noch gemacht. Vor 10 Jahren kam nochmal. Das. Ey, ich schlag dich gleich. Januar, Februar, März, April, Mai. Kommen wir zu Vanessa Mai. Was eine Überleitung. Die wusste schon als kleines Kind, was sie werden wollte. Vanessa Mai. Nein, kannst du nochmal Januar, Februar, nein. Der war süß. Nein, ist mir egal. Machen wir jetzt können wir jetzt weitermachen? Ich muss los. Mach nochmal Januar, Februar. Ja. Top Gun. An diesem Kinofilm kommt man gerade. Wer hat ihn schon gesehen? Passt nicht zu meiner Moderation. Sagt einfach ja. Excuse me, wir haben 2022. Da hat man das schon geguckt. Warte mal, das Kabel geht hier bei mir überall lang. Ja, dann zoomen wir da ran. Ist egal, okay. Das gibt's einfach nicht. Das gibt's einfach nicht. Vor allem hier oben, da kann ich auch gar keinen Speck haben. Wer fängt erst hier an? Deswegen haben wir mal gefragt, ey, vielleicht so ein Ehevertrag fürs Geschäft? Gibt's da was? Der war voll cool, ich fand den super sympathisch. Der war richtig gut. Da kommt jetzt Dagi. Dagi Nilo? Nelio. Nelio, meine ich doch. Alter. Ja, fast. Okay. Und du nennst dich Freund. Nelio, ja? Mhm. Mit ihrem kleinen 6 Wochen alten Nelio. Nelio? Nochmal, wie nochmal? Alter. Aber es geht um Wasser. Ja, guck, jetzt hast du dich verstottert. Ist echt anstrengend. Influencer haben Lotter. Einfach unirrelevant. Lila ist ja in erster Farbe. Eine Farbe. Farbe. Ist ja in erster Farbe eine Farbe. Wahnsinnig krass. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Mann, der war mit Kamir bei. Ich habe wirklich einen trockenen Hals, aber ich krieg das hin. Achso. Ah. Ah. Knall der Knalls kam. Bibi und Julian haben sich getrennt. Da solltest du übernehmen. Nee, du wolltest nach 3 Monaten später haben sie schon wieder eine neue an der Seite. Ach so, naja, okay, das mache ich noch mit. Naja, weil ich... Ja, okay. Hm. Andrew Agassi heißt der, glaube ich. Andrew Agassi, ja. Verliebt und... Ja, und dann haben sie Kinder gemacht. Wollen wir jetzt immer pöbeln vor der Kamera? Alles klar, den machst du. Ich weiß nicht, das ist eng. Was ist das Problem? Was ist das Problem, liebes Oberteil? Ex-Bachelor Nico und Social-Media-Star Katharina Damm versuchen sich am Weg... Oh Gott. Veganismus schreibt. Wie January. Ach ja, das ist der vegane Januar. Ja. Sag einfach Andrew Agassi. Emma Louise ist aktuell in Paris und nimmt eine Auszeit vom Influencer-Dasein. Die studiert nämlich in Barcelona. Sie ist in Paris und studiert in Barcelona. Habe ich auch gerade gemerkt, weil ich war noch vom Thema okay. Davor. Wie January. Sag doch einfach an den... Nein, das geht ja noch weiter mit Dry January. So eine Kacke, sag einfach Januar. Ex-Bachelor Nico und Social-Media-Star Katharina Damm versuchen sich am Wie January. Und Ex-Bachelorette Melissa macht den Dry January. Vergiss mal den Satz, das ist doch scheiße. Die ist ja mit Simon Desi zusammen und wohnt in Dubai. Genau, und jetzt hatte sie, toll, scheiße, nix genau. Mann! Und backt ordentlich und hilft damit der Gemeinde.
Genau, das Ganze geht. Oh, Scheiße! Aber auch komm, mach du den mal. Ich habe keine Ahnung, was ich zu dir sagen soll. Genau. Trenner. Genau. Sie hat nämlich ihren Freund Raphael kennengelernt. Genau, und der hat sie. Mann, fuck. Was denn? Genau! Was denn? Ich hab gemacht. Ach so, zustimmt. Ja, okay, gut. Ich hab mir mein genau verkniffen. Liest du es jetzt für dich? Ja. Daniel Schütz heißt der? Krass. Guck jetzt hoch. Für alle, die noch einen Kürbis herrichten wollen, hat Schauspielerin Jennifer Garner einen richtigen Lifehack. Mit einem Kürbis. Mit, mit einem Mixer. Verdammt. Okay. Von schicken Nacktbildern zu privaten Familienbildern. Mir ist ja aufgefallen, wir haben kaum noch. Nochmal, jetzt habe ich dich voll dämlich angelacht. Ja, verliebt wieder. Das war's von Stars und Stories dieses Jahr. Wir sehen uns nächstes wieder. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Wie feierst du? Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. Da bin ich noch nicht. Ich brauche erstmal Geschenke. Das ist gut. Ich werde Herr der Ringe gucken und dann Punkt 0 Uhr meine Steuern machen. In dem Sinne, bis nächstes Jahr. Tschö. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch. Hast du schon gesagt. Trotzdem, doppelt hält besser. So, ich bin weg.